Und willkommen zurück. Es geht wieder weiter mit Aion. Und erstmal tun wir den kleinen hier trainieren, weil wir machen uns gleich auf den Weg ins nächste Gebiet. Jetzt nicht in das nächste Gebiet, sondern halt einfach in die nächste Gegend hier. Und ja, da fliegt man hin. Über die Pikachus drüber. Über die Pikus. Alter, ohne Scheiß. Kann man gar nicht vorwärts. So. Na ja, toll, jetzt greifen die mich an. So. So, rüber. Gut, halt fallen, ist mir egal. Hauptsache auf die andere Seite. Und weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen rennen, bis wir sterben. Oh Mann, ey. So. Alter, ich muss richtig nach oben starren. Wie gesagt, weil ich habe ja meinen Bildschirm über mir. Na gut, über mir ist es ein wenig extrem, aber höher gestellt als ich eigentlich bin. Und ich bin schon nicht so groß. Da geht's nicht weiter, nee. Oh, da geht's weiter. Aber es ist sowieso gesünder, wenn der Bildschirm etwas weiter von einem weg platziert ist. Sehr schön. Ah, hier ist das Gebiet. Hier kriegen wir endlich unsere Rüstung. Und wir können fliegen. Und ab die Bast. Ab nach oben. Ich glaube, ich muss nach oben. Bin mir aber jetzt... Doch, ich muss nach oben. So. Ja, hier sind Wachen und so weiter. Sehr schön. Oh, da sind die hier. Da muss man nicht aufpassen. Das sind normalerweise Steinstatuen, die Gargoyles, das kennt ihr ja. Gargoyles sind Dämonen. Warte mal, erstmal killen. Weil ich nicht weiß, ob man sich dann noch hören kann. Gargoyles sind ja in dem Sinne Dämonen, die die meiste Zeit in Steinstatuen sind und sich dann, ja, und dann lebendig werden, ja, und ja. Wie gesagt, die hausen hier oben drauf und wenn man mal aus in die Nähe fliegt, greifen sie einen an und können einen sogar töten. Das kannst du ja aua aua tun. Fasst euch kurz, wir sind hinter dem Zeitplan. Ja. So. Angenommen. Vernichtet die Heldengeister. Fasst euch kurz, wir sind hinter dem Zeitplan. Jetzt kriegen wir endlich unsere Rüstung. Wird mal Zeit. Nicht so viel Sonne, hoffe ich doch. So, erst einmal die ganzen Quests annehmen. Sei euch hold. So, was haben wir hier noch? Seid gegrüßt. Einfach alles annehmen. Aion schütze euch. So, so. Weg damit. Was wünscht ihr? Und her damit. Aion schütze euch. Okay. Und jetzt hat... Wir brauchen Magie. Asvelumba. Rüstung. Okay, die haben hier nur Stoff und Kette. Warum nur Stoff und Kette? Das finde ich jetzt ein wenig fies. Seid gegrüßt. Und die hier, der Kampfverwaltung. Der hat zwar Leder. Ach, da hinten sind wir noch mit dabei. Okay, wie gesagt, hier seht ihr Magieverstärkung und Zornerhöhung, ja. Und für die Jäger und Assassinen haben wir hier Fluggeschwindigkeit zum Beispiel. Oder Angreifen, ja. Das hier ist unsere neue Rüstung. Und eins, die ist ab Level 16, ja. Und ja, die ist um einiges besser als unseres. Wir kriegen unser erstes Schulterteil, ja. Ja, so, die haben wir.
jetzt noch eine Waffe, und zwar die Pistole. Und die zweimal bitte. So. Das Schicksal sei euch hold. Jetzt haben wir endlich wieder neue Waffen. Eins und zwei. Sehr schön. Genau. Dann 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt sehen wir so aus. Wird doch schon mal langsam besser, Leute. Das erste Schulterstück für Leder. Und wie gesagt, zwei neue Knarren, die nur noch drauf warten, mal eingesetzt zu werden. Ja. Seid gegrüßt. Ach ja, bei denen können wir nicht verkaufen. Wünscht ihr etwas von mir? Noch ein Segen. Und ja. Da ist noch ein. Müssen wir die Gargoyles auch töten? Heldengeist, Zaubergeist, Klingenwindgeist, Zyklongeist. Die Klingengeister und Zyklongeister, die sehen meiner Meinung nach sehr schön aus. Sind schöne Tiere. Heldengeist, Heldengeist, Sprühgeist. Da, Zyklongeist. Die erinnern mich irgendwie an Pokémons, an solche Wind-Pokémons. Auf jeden Fall eine schöne Form an sich. So. Wie gesagt, kann man leider nicht länger betrachten. Weil die ziemlich gefährlich sind, aber 90. Verdammt, ey. Aber sie sehen hübsch aus. Wir töten natürlich jetzt alles, was hier im Weg ist. Blöderweise brauchen wir von den Nebelgeistern weniger, weil ich glaube, von denen gibt es hier mehr. Oh, konnte einmal abfeuern und haten, das war's. Aber, wenn sie wollen, können die Schaden machen, deswegen ruhen wir uns mal kurz aus. Gucken uns neben uns den Ribbit und, ja, warten mal eine kurze Zeit, bis wir uns erholt haben. Und, Machtscheiben sind aktiviert, wir haben immer noch genug, wir verdienen anscheinend in jeder Quest immer wieder neue. Und ja. So. Nächster. Haben wir auch. Ja, die Geister verschwinden nicht so ganz wie die anderen. Das ist ja sehr merkwürdig. So. Du bist fällig. So. Den haben wir auch. Und jetzt kommt der Nebelgeist. Ja. Sorry, falls ihr das nicht probieren gehört haben solltet. Das war mein Handy. Weil ich bekomme jede Nachricht von Facebook auf mein Handy und das ist die Hölle, Leute, ja. Macht es nie. Ist zwar schön und gut, wenn man immer wieder weiß, ob jemand einen geschrieben hat und so weiter. Aber die Meldung ständig. Und zwar doppelt und dreifach. Einmal von Facebook und einmal von meinem Konto an sich. Also mein Yahoo-Konto. Kann ich ja jetzt sagen, ich bin auf Yahoo, ja, ich bin Yahoo-Fan, kann man sagen. Jedenfalls was das Konto betrifft. Nicht, was die für Schmarrn posten. Auf ihrer Hauptseite ist es sowas wie Bild oder sowas. Einfach nur Humbug. Und ja. Ja, wir töten noch einen Heldengeist und dann gehen wir mal auf die Klingengeister und so weiter. Ooh.
Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgesehen. Dann haben wir den auch vernichtet. Und Klingen, Windgeist und Zyklongeist, die sind jetzt noch fällig. Und da ruhen wir uns nochmal aus. Endlich ist es mal angesagt hier. Davor ging es ja nicht so wirklich. So. Haben wir irgendeinen Schützen bei uns? Einen guten, hohen. Hab mal eine Frage. Wann bekommen wir als Schützen die erste Fähigkeit mit GK? Weil das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil die machen so einen geilen Damage, die Dinger, ja. Oh, das brauche ich gar nicht mehr. Diese Geister. Naja. Aber Feuerball auf sie geschmissen, jetzt landet sie direkt in der Hölle. So. So. Von denen brauchen wir ja sehr viel. Von den Zyklongeistern. Von den anderen nur so wenig. Ja, dann müssen wir wohl erst einmal hier die ganzen Zyklongeister erledigen. Danach fliegen wir einfach hier rum und suchen die anderen. Wie gesagt, wir können ja jetzt. Wir könnten jetzt auch im Fliegen kämpfen. Aber ich glaube, dann sind wir etwas anfälliger und können nicht ausweichen an sich. So. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ach, Ninzi, dass du es mir nicht sagen kannst, das kann ich verstehen. Du bist ja auch erst Level 13. Aber der Luhei könnte es sagen. Ach, so, ich hoffe auf eine Antwort von Luhei. Darf er noch ein. Ja. So. So, die haben auch alle. Läuft der hier einwandfrei. Leider sind hier wirklich alle Viecher hier aggressiv. Das macht die Sache hier bei Barsachen hier schwierig. Tragt zu viel bei euch. Oh, wir haben ja. Genau. Wir haben ja. Wo sind unsere unsere Mana-Steine? Da. Drei Stück haben wir hier. Und ich vergebe sie erstmal in die Revolver. So, eins. Die auch einen. Und was ist das? Ausweichen braucht man nicht. Aber die Verstärkung an sich braucht man. Deswegen wird man wahrscheinlich auch noch etwas länger behalten. Also nehmen wir das auch noch. Und dann haben wir schon wieder einen Platz an sich. Allerdings war es das auch. Aber dieses Beschwörung Windgeist nehmen wir trotzdem mal mit. Aber ohne Scheiß. Diese Beschwörungen, die kriegt man ja wirklich in der Hack geschmissen. Da können sich die Beschwörer ja wirklich freuen. Warum töte ich ihn? Ich habe jetzt nur angegriffen, weil er in der Nähe war. Nicht, weil ich ihn gebraucht habe. Ja. Gott, ich bin ein Killer geworden, ja. Ich kill ja alles, ja. Ich bin böse. Klingen, Windgeist. Okay, da ist der erste von sechs. Ihr seid wie dieses Ziel. So.
Geh mal auf den da hier. Oh nein, das ist der Zurückziehen, das will ich nicht. Also ehrlich gesagt, ich hasse diese Fähigkeit hier mit dem Zurückziehen. Blocken brauchen wir nicht. Weiter geht's. Wir können jetzt sowieso nicht verkaufen. Ich will diese Quest hier zu Ende machen. Auch ohne hier Sechserhexer zu verkaufen. So. Noch 7 von den einen und noch 4 von den anderen. Ja, die Fähigkeit schon wieder egal. So. 4 und 6 noch. So. Hier können wir nicht mehr fliegen, das ist sehr blöde. Dafür müssen wir uns jetzt unsere letzten paar noch so suchen. Der eine war hier. Okay, es war ein Zyklon. Egal. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht angehen. Ah, das ist der Blinkwirbelgeist. Sehr schön. So. Kettenstiefel braucht man nicht, aber allerdings würde ich die gerne mitnehmen. Was ist wenig Geld wert? Unverkäuflich. Also weg damit. Wenn wir sie sowieso nicht verkaufen können, dann können wir sie auch genauso gut wegschmeißen. Naja. So viel mal gesagt. So. Naja. Die Windgeister haben wir jetzt, glaube ich, schon doppelt und dreifach bekommen. Brauchen wir nicht mehr. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. No problemo. So. Perfekt. Dann brauchen wir noch 3. Jetzt könnte es langsam blöd werden. Mit den... mit den Klingenwirbelgeister. Müssen wir jetzt doch irgendwo finden. Das ist das falsche Ziel. So. Da ist noch ein Zyklon. Der letzte, glaube ich. Dann haben wir das ja auch schon mal. Jo. Jetzt müssen wir an den Ort, wo wir fliegen können. Dann schauen wir mal, wo die restlichen sind. Wo wir denn noch ein paar auffinden werden. Die sind ja hier überall verteilt. Also Zyklon, Zyklon, Zyklon. Zyklon. Dieses Ding greift uns an. Level 19. Okay. Okay, das ist ein flüssiges Etwas. Okay. Naja, okay. So. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn ein paar... Mal ein höher fliegen hier. Okay. Zyklon. Zyklon, Zyklon, Zyklon. Braucht man nicht. Wir brauchen Klingen. Mal schauen. Da ist Candula. Nebelgeist. Nebel. Elden.
Zyklon? Zyklon? Klingenwirbel, perfekt, da haben wir welche. Da haben wir Haufen. So. Sehr schön. Ach ja. Die Quest mache ich jetzt aber noch zu Ende. Da war ich jetzt nicht bis zur nächsten Folge. Das will ich jetzt abschließen. Einer noch. Lol. Ja, da ist der letzte. Sagen, in der nächsten Runde gehen wir dann ins neue Gebiet, weil ich glaube, wir sind jetzt levelmäßig jetzt schon beim Maximum hier. So, und ab die Boss nach oben. Ich hoffe, das reicht aus, zeitmäßig. Ansonsten stützen wir jämmerlich ab. Hat ausgereicht. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ade. Ciao.